Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Star Forest, wieder mit Skuldur. Hallöchen. Und wir waren gerade dabei, den wunderschönen Garten. Warte! Deswegen habe ich zugemacht. Ich weiß nicht, wieso du zugemacht hast. Die habe ich schon hinten auf der Lichtung rumrennen sehen. Auf in unsere Richtung. Ich lock sie mal kurz hierher. Ja. Weil auf das habe ich jetzt mal überhaupt. Nein! Komm! Hau nicht. Aber gegenseitig oder was machen die da gerade Rabatt? In den Garten. Oh. Ah, kann ich mal nicht einschalten. Bam! Headshot, Bitch! So, erstmal. Kommt erstmal weg hier. Kommt erstmal weg hier jetzt. Kommt. Frisst dies und das und. Ja, du kannst ruhig herkommen. Ich hab genug für euch beide. Aber ich muss aufpassen mit Ausdauer. Alter, die ist so niedrig, die Ausdauer. Okay, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Weg von den Gärten! Die machen unsere Gärten kaputt. Alter! Ja, wieso haust du gegen den Garten, Alter? Was hast du denn gegen ein bisschen Erde mit einem Baumstamm rum, ey? Das gibt's so. Komm, ja, gegen zwei kämpfen ist echt kacke, ehrlich. Frau, komm her. Frau, los! Alter, wieso? Nein, stirb endlich. Ja, Headshot, Bitch. So, einer ist tot. Oder eine. So, jetzt ist er tot. Hä, die lebst noch? Stirb. So, ich renn mal dahinter. Da ist das Tor. Ich bring dir mal Nachschub hier. Und wo ist denn der jetzt? Ach, da. Ja, das da. Die falsche Taste drückt. Das ist nicht wunsch. Und dann können wir zumachen. So, ist hier eigentlich nur das hier kaputt, oder? Ja, sehr gut. Das ist noch ganz, das ist noch ganz. Das ist noch ganz. Ah, das ist noch was kaputt. Ja. Sehr gut. Wird das noch an? Ne, passt. Hast du Rüstung verloren? Ich glaube ja, ein bisschen. Oh, jetzt habe ich dich eingesperrt. Was, Luchi? Nice, Knochen! Knochen! Dieser Knochen. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Boah, 6. Wenn du einen Knochen für mich hättest, dann wär's gar nicht. Ich glaube, das dürfte sogar gehen. Warte kurz. Wenn du drei Knochen für mich hättest, wär's geil. Hier. Nice. Danke. Nice. So. So, wo haben wir stehen geblieben? Garten. Ah ja, genau. Ich würde auch gerne was futtern. Es wird hier langsam echt ein bisschen leer. Ja, ich weiß. Ich dachte es mir auch schon. Ah. Ja, wenn man irgendwie baut, dann gehen die Vorräte echt nach unten. Also wir haben gar nichts mehr gemacht. Ja, das stimmt, ja. Genau, das müssen wir eigentlich. Ja, genau. Genau, wir wollten ja hier ja theoretisch überlegen, hier mal ein. Genau, da war ein, was. Stirbspiel. Den Turm, ne? Hier so. Den Turm, also hier irgendwie so her, ne? Und dann. Oh, die Bären kommen schon. Oh, cool. Das ist eigentlich fast schon eine Mauer wichtig, falls mal irgendwie so ein Vetter kommt, ne? Deswegen müssen wir uns jetzt ein bisschen beeilen mit dem Bauen. Ja, ich überlege gerade, weil den Garten muss man eigentlich fast nicht größer machen. Hat eigentlich echt schon eine coole Größe. Nö, der Garten ist vollkommen in Ordnung. Hier wollte man. Dann kann ich ja hier schon anfangen, hier ja an den Seiten schon mal die Mauer zu ziehen, oder? Du schaust halt noch. Ach, das ist ein Hase. Ich dachte, das ist ein Baby. Wie hoch? Ja, nee, wir machen genauso hoch, so hoch wie es geht einfach, oder? Ist der gerade?
Gottes Willen, der soll. Ah, ein bisschen weiter links brauchen wir den. Ach, scheiß drauf. Ich mache jetzt die Mauer. Wo war denn die Mauer? Ah, da. Verteidigungswand, in der Tat. Ja, lassen wir da ein bisschen Puffer. Kann ich hier schon in der Ecke hier anfangen, dann sieht es schön aus. Zack. So. Warte, wenn ich es hier so ziehe. Auf welcher Seite ist das Heil? Das muss ich jetzt einmal nachgucken. Das Seil ist auf der linken Seite von dem Eingang. Ich glaube, da hatten wir echt Glück, ne? Als wir das letzte Mal den Turm gebaut haben, das sei da auch der Eingang. Ja. Das ist das Seil war. Also der ist hier, dann müsste ich den einmal komplett drehen. Bauen. Pavillon. Und dann einmal. Gut, da müsste ich dann fast eine Ecke. Oder mache ich so. Fange ich hier an. Da ist er. Genau. Dann kann ich den Chaos ja eigentlich fast löschen. Ja, in den Garten müssen wir ja eigentlich kein Tor integrieren, oder? Oder wollen wir dann irgendwie beim Turm ein Tor irgendwie auch noch hinbauen, in die Mauer rein? Achso, so dass man notfalls rausrücken könnte, falls die... Ich weiß es gerade nicht. Ah, ich weiß halt, ja... Ja gut, eigentlich müssten wir es fast, weil das ist ja eigentlich ein Eingang, den wir oft benutzen hier, rein, raus, ne? Und wenn er hier plötzlich zu ist, ja, haben wir keinen Eingang mehr in unserem Haus. Also vielleicht hinterm Tor dann hier nochmal ein Eingang. Ja, okay. Oder zwei, einen da und einen da, so dass von beiden Seiten, ne? Ich weiß es gerade nicht. Ach, das könnte auch gut ausschauen, ne, mit zwei Toren. Ja, so eine hier, weißt du? Eine hier so rein. Und eine Wattassenbuch. Ist blöd gesagt. Soll ich jetzt diese zwei Mauern also eigentlich so spitz zusammenführen und dann an den beiden Flanken eigentlich ein Tor rein, oder? Oder wie stellst du dir das vor? Oder sollen die eher, oder soll die Mauer eher... Ründlich, oder? Es ist so einmal so rundrum. So schön rund, wie ich gerade laufe. Ja, rund bauen ist, ja. Aber auch ja, wenn man rund baut, kommt das Tor, glaube ich, nicht rein, irgendwie, ne? Es muss ja eine Gerade sein, irgendwie. Ja, gut, glaube, hier. Prinzipiell ist es ja auch rund hier. Ja, halt leicht eckig halt, aber in dieser runden Form. Also, ich weiß nicht, ob du gerade voller Rotze spitz, also wie im Pfeil meinst, Sam. Wie meinst du das? Ja, vielleicht. Ja, also. Nicht wie so ein Spitz. Einfach hier wie die Mauer hier auch. Einfach einmal rund. Zumachen. Ich hänge mal schnell den Wurf auf, bevor ich den wieder vergesse, ne? Achso, ja. Hä? Ich mach's einfach mal und dann kannst du es ja beurteilen. Falsches Hüttchen. So. Kann ja mal. Aber soll die Wand oder die Mauer relativ nah beim Turm sein eigentlich, oder? Also nicht zu weit weg sein eigentlich. Nicht zu. Damit man gut runterschießen kann. Genau. Ja, genau, stimmt. Ja. Das wäre nicht blöd, ja. Da hast du recht. Daran hätte ich jetzt nicht mehr gedacht. Irgendwie so. Und kann man hier jetzt ein Tor reinbauen? Na, perfekt. Ist das jetzt ein gescheites Tor? Ja, das erkennt man jetzt.
Ne, sieht irgendwie scheiße aus. Irgendwas ist da verkackt. Aber das ist innen. Okay, Moment. Wenn die Dinge außen sind, okay, das geht also. Das ist wirklich außen. Soll das Tor nach außen aufgehen oder nach innen? Nach außen eigentlich. Wie geht denn das auf? Achso, warte. Wir haben ja hier zweimal verschieden gebaut, ne? Einmal nach innen, einmal nach außen. Wir wollten eigentlich theoretisch. Geh weg. Hier haben wir es einmal so. Oh. Entschuldigung. Du hast gerade ingame geredet. Ja. Ich glaube. Nach außen, nach innen ist verkehrt, glaube ich, ja. Okay. Also, wenn wir im Garten stehen, soll es nach außen auf. Ja. Nach außen. Ist besser. Ach nee, das ist. Also die Bolzen müssen drinnen sein, die fetten Dinger. Ja, genau. Fucking hell. Ist da ein Loch drin? Hä? Was war das? Ach, sie laufen da hinten schon wieder. Schauen wir mal. Ah, so. Wir könnten dann, wenn wir hier soweit sind, ne? Yes. Da könnte man dann so gesagt, hier in diesen. Was macht denn die Katze schon wieder? Da könnten wir hier zwischen der Ecke hier, also in diesen. Ja, wie nenne ich da? In diese Ecke komplett, könnten wir dann ganz viele Fallen bauen und unsere Kampfarena machen, dann, wenn wir angegriffen werden. Ja, das stimmt, das könnte man machen. 1000 Fallen und dann einfach nur da langlaufen und hoffen, dass die überall reinlaufen. Aha. Ist ja. Boah, ist jemand verreckt? Boah, bitte, das wäre so geil. Ja! Lol, da ist jemand reingelaufen. Oh! Ich glaube, der war jetzt nicht so. Ich möchte das Tor ein bisschen weiter nach links haben. Komm schon. Wieso gehst du da nicht hin, du scheiß Tor? Kann das sein? Hier ist doch so schön gerade. Das ist nervig. Das ist jetzt hardcore nervig, Gott. So. Obwohl, wenn das Tor da ist, dann. Nee, das Tor müsste hier. Ich habe mal zwei Leichen. Also ich habe ihn wieder mit einem Stein getötet am Boden, also irgendwie ist das bei mir sehr verbuggt. Okay. Ich krieg die Trophäe nicht mehr. Müsste ich mal, keine Ahnung, entweder ein neues Spiel starten oder sowas. Vielleicht kann man den nur einmal im Match kriegen. Vielleicht muss man da das in einem Ding mal durchziehen und dann kann man hier immer noch keiner. Es ist jetzt zwar jetzt nicht perfekt, wo die Tore sind, finde ich. Ein bisschen. Ach, das ist nicht symmetrisch. Das ist irgendwie. Ich schaue es mir gleich an, aber ich bleib mal da wegen den Knochen, dass sie wieder despawnen, weil Knochen sind nie schlecht, die wir gebrauchen können. Ich weiß nicht, das würde mich eventuell nerven, dass es nicht symmetrisch ist. Das eine Tor zu weit oben, das andere zu weit unten. Ja, obwohl eigentlich, wenn man denkt, das eine Tor geht eher so zur Küste runter, zum Strand, und das andere dann halt so Richtung Wald. Wenn man es so unter diesem Gesichtspunkt wieder sieht, dann geht es, glaube ich, sogar einigermaßen, finde ich. Wir müssen ja vielleicht wirklich nicht beide frontal rausgehen. Dann haben beide vielleicht noch einen anderen Nutzen. Ja. Alter, das sind schon wieder so viele Hämmer. Da unten schleicht jemand rum. Den kill ich mal kurz, den Speer. Ich hab ungelogen, wir haben jetzt wieder eine Premiere hier. Ich habe Knochen in die Knochenschachtel getan. Oh, das ist einer von vorher. Der hat noch einen Pfeil in sich drinstecken. Weil ich gerade keine Knochen brauche.
Ich hab keine Ausdauer, stirb endlich! Nein! Jetzt hab ich daneben geschlagen, so ein Trick aber. Wo bist denn du? Ich kämpfe hier gerade gegen den Typen. Stirb! Hey, wie bist du dahinter gekommen? Ich bin gelaufen. Ja, aber warum bist du dahinter gelaufen? Ja, weil da ein Typi war. Und der ist einzeln rumgelaufen, aber ich dachte, das ist doch ein einfacher. Es ist ja mal super. Bist du voll mit Knochen? Nö. Da fehlen mir noch vier. Vier, ja. Achso, okay. Bist du voll? Ja, ich bin voll. Sehr schön. Ich hab schon wieder Hunger. Kann das denn sein? Ja, bei mir geht's noch. Meine Ausdauer lässt sehr zu wünschen übrig. Wir brauchen fall wieder. Ach. Wir brauchen fall wieder 250 Baumstämme, ne? Ja, ich hab's auch schon gesehen. Ich wollte es nicht lauter sprechen. Ja gut, aber mit der Motorsäge geht's eigentlich. Ja, es ging eigentlich ganz schnell mit der Motorsäge und den über Dynamit und so, ging eigentlich ruckzuck. Ich hab doch wen gehört. Ey, das gibt's doch nicht. Schlag nach unten, schlag nach unten, schlag nach... Da hinten laufen sie. Der verarscht mich doch. Oh, die laufen voll in unsere Fallen rein. Schauen wir mal, ob einen erwischt. Alter, es sind ganz schon gar nicht mal so wenige, ne? Eins, gut, ich würde zwei, sagen, wir drei. Wir bauen erstmal die Mauer vier. Und dann planen wir wahrscheinlich erstmal die Fallen, oder? Oder wollen wir die einfach jetzt schon mal. Nee, dann ist aber zu viel, glaube ich. Nee. Die Fallen, die brauchen wir jetzt noch nicht planen. Die Mauer ist jetzt wichtig. Einfach nicht rausgehen. Die laufen gerade vorbei, die vier Leute, glaube ich. Ja, passt. Die Mauer ist wichtig, damit die unseren Garten nicht kaputt machen. Ja. Und den Turm können wir dann nachbauen. Ja. Und wir wollten ja so eine Art Treppe ein bisschen hochbauen zum Saal, ne? Wenn wir es brauchen, ja. Könnte man hier auch noch machen. Das können wir dann am Schluss machen. Irgendwann müssen wir die Dächer machen. Ah ja. Das sieht ja geil aus von hier oben. Unser neues Lager, ne? Das ist mit den Regalen, das sieht echt geil aus von oben. Wie so ein Labyrinth eigentlich. Ja, muss ich mir das auch mal kurz angucken, ja. Ja. Sieht irgendwie cool aus. Aber ich glaube, wenn da noch ein paar Dächer drüber wären, dann ist es auch teilweise besser ausschauen. Ja, wäre irgendwie geiler. Und wenn vielleicht der alte Garten weg ist und vielleicht da noch ein richtiges geiles Haus dasteht. Oh ja, das sieht dann richtig nice aus. Ja, das sieht jetzt schon richtig geil aus, finde ich. Also, eigentlich schon, ja. Holy shit, Alter. Im Vergleich zu unserer ersten Siedlung in der ersten... Oder, es war keine Siedlung, es war ein Hütchen. Ja, aber was mich auch ein bisschen stört, ist, dass da hinten der Weg... dass wir keinen Weg vom Tor zu unserem Weg haben. Ach so. Und wir können es eigentlich fast auch nicht ändern, weil halt da, also wir können schon einen Weg hinmachen, aber das kriegst du halt nicht weg, diese Ecke da. Ja, das ist irgendwie blöd gemacht bei einem Wegebauen, dass es nicht so verbindbar ist und dass das jedes Ding so ein einzelnes, eckiges Teil darstellt. Und man dann nicht so Rundungen machen kann oder sowas. Oder Kreuzungen oder was weiß ich. Ja, kann man... Ja, man kann es nicht im Nachhinein neu machen. Das ist das Doofe. Man kann nichts löschen. Das kommt erschwerend hinzu, ja. Ach, die eine Falle ist ausgelöst. Muss man dann nochmal erneuern. Oh. Doch, diese Baumstammfallen, die sind gar nicht mal so... Ja, da habe ich auch eben vorhin, als ich gesagt habe, hey, da liegt ja eine Leiche. Das war auch bei der Baumstammfalle. Also die hier... Vorhin habe ich echt gedacht, na, so gut sind die nicht. Aber mittlerweile muss ich sagen... Ja, die sind gar nicht mal so schlecht. Not bad at all. Man muss nur aufpassen, dass man es halt irgendwie richtig positioniert hat. So, ich weiß nicht, wie wir dann nächste Folge oder beziehungsweise jetzt am nächsten Tag dann. Boah, also das Wetter ist echt laut. Ich glaube, das muss ich echt mal leise machen. Gut, ich werde jetzt mal mit der Motorsäge dann einen Abstecher in den Wald machen, wieder ein bisschen Holz holen. Ja, aber erst am nächsten Tag, oder? Können wir schon schlafen? Ja. Ja, also ja. Ich könnte schon schlafen. Halt nicht, geh raus, da ist ein Hase. Ich wollte gerade schießen, du bist mir im Weg. Ja, ich bin gerade im Speichern drin gewesen. Nein, er ist weg.
Nein! Sorry. Ah. Ich kann schlafen. Ja, so, was soll's. Mensch, der gute Hase. Ja, wir haben eh schon so viele Hasenfälle. Die ist kalt und nass. Hunger habe ich, Alter. Ist irgendwie. Ein guter Vogel wäre es jetzt. Ja, ja, ja. Irgendwie will ich gerade unsere Ressourcen nicht aufbrauchen. Ja, ich habe auch gerade einen Vogel gefunden. Aber nur ein kleiner Hase, der werde ich wahrscheinlich noch ein Führerchen brauchen. So. Vogel Nummer 1. Ja, oh, so ein kleiner Vogel. Das finde ich. Vogel Nummer 2. So, und dann tun wir den nochmal rein. Das Weg ist fertig. Zu die Turm. Den anderen Weg zu den Eingängen mache ich mal erst, wenn die Eingänge da sind, würde ich sagen. Oder? Yes. Bräuchte ich auch nochmal einen Vogel und es ist keiner mehr da. Lecker, lecker. Oh, und die Wasserdinger sind voll. Hammergeil. So. Jetzt hat auch nochmal ein Vögelchen drauf. Ja, man kann sich schon mit Vögeln durchschlagen, ne? So ist ja nicht, ne? Ja. Vor allem die sind echt. Ja. Sehr nett und lassen sich leicht fangen. Hatten wir letztes Mal auch schon 4 Hasen drin? Ich glaube ja. Oder waren es nur 3? Ich war mir vorhin auch nicht sicher. Also als wir vorhin angefangen haben, also heute waren schon 4 drin. Also jetzt beim Schlafen ist keiner dazu gekommen. Mhm. Aber ich glaube ja, weil es waren mal 2 drin und dann habe ich gesagt, ey, jetzt sind 3 drin. Dann hast du gesagt, geil. Und dann irgendwann mal später hast du gesagt, ey, jetzt ist noch einer drin. Stimmt, ja. Mhm. Da eigentlich umso mehr Hasen drin sind, umso höher ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass noch einer nach. Ne? Eigentlich schon, ja. Also einfach mal so warten, bis das Maximum da ist. Ich frag mich zwar, was die da essen, weil da ist eigentlich nur ein Grasbüschel drin, aber. Ja, mei. Ist mir ja wurscht, so lange zu überleben. Vielleicht haben wir deswegen ja immer so wenige, weil sie sich gegenseitig essen. Ne. Das sind ja keine Killer Rabbits. Killer Rabbit! Ja, genau, jetzt schau dir mal schon die 2 Tore an. Was denkst du? Also, man kann es halt jetzt nicht überall bauen, irgendwie. Den hätte ich gerne hier ein bisschen weiter rechts gehabt. Hier so in der Richtung. Ging das? Ja, da, oder ja, ging nee, das da nicht? Kann man nur, da kann man nur einen Flügel bauen, irgendwie. Das ist nur so ein halbes Tor, irgendwie. Achso, nee, das will ich oder, nicht. Nee, obwohl, das kann man es gar nicht mehr bauen. Doch, hier könnte man es bauen, aber das ist halt direkt ja, neben. Ja, das ist direkt neben dem Turm, ja. Nee, dann passt es schon. Dann ist wurscht. Schaut es halt nicht wunderschön aus, sondern es geht. Hier ist es perfekt. Hier ist es perfekt. Ja, hier finde ich super. Oder man versucht die Mauer noch ein bisschen anders zu bauen. Was habe ich die denn da gebaut? Also eher so und dann. Weil es geht so mir, weil es geht mir um den Weg, damit der leicht gerade mit einer ganz kleinen Kurve rüber geht. Und ja, ich habe halt gehofft, dass es hier dann genauso ausschaut. Leicht gerade und mit einer leichten Kurve halt rüber. Warte, man muss es dann eventuell ein bisschen eckiger bauen. Also Glück sagt hier dann so eine Gerade rüber. Aber ich fange schon mal an, Holz zu fällen, okay? Ja. Weil jetzt ist gerade früh und jetzt könnte man... ich habe kein Dynamit mehr, ich hole mal ein bisschen Dynamit. Wieso kann ich denn das keine Mauer bauen? Das ist doch hier eine Gerade, oder? Will du mich verarschen? Oh, wir haben bald kein Dynamit mehr. Es ist doch genau so hier.
noch etwas steiler bauen. Wir müssten vielleicht mal wieder irgendwann Dynamit holen. Okay. Aber erstmal will ich noch ein bisschen bauen, weil das gerade so schön ist. Gut, dann nehmen wir hier nochmal. Haben wir irgendwo ein Wägelchen, würde ich noch gerne mitnehmen. Ach, da ist ein Wägelchen. Das sind beide Wägelchen. Yay. So, dass einigermaßen symmetrisch ist. Genau, und jetzt nochmal steil nach unten. Jetzt hier. Unfucking fassbar. So. Wieso kann ich denn da jetzt wieder so scheiß Ding machen? Es liegt echt wahrscheinlich daran, dass es hier so leicht nach oben geht. Ja, ansonsten, wie gesagt, baust es einfach so und ich finde es nicht schlimm. Ist halt schade, aber man kann nicht alles perfekt haben. Es geht einfach nicht. Du bist halt nicht ich, ne? Der alles perfekt hat. Machen kann. Du darfst gerne probieren hier. Nee, ich tue Baumfällen hier. Ich bin gerade sehr schwer beschäftigt. Naja, da kann man sich natürlich auch aus der Verantwortung rausziehen. Das blöde Licht hier weg. Na gut, dann baue ich das aber wieder ein bisschen anders hier. So. Eventuell. Keine Zeit verlieren, das ist, muss alles hier strikt geplant sein. Ah. So schnell wie möglich alles holen, bevor die uns wieder angreifen oder so. Ey, warum rollt ihr weg? Warum? Wieso tut ihr das? Ich möchte... Oh, ich hatte es ja gerade recht. Nee, jetzt... Nochmal? Sind da noch mehr weggerollt? Nee. Ah, jetzt dann. Scheint nicht so. Na gut, dann, das muss ich jetzt. Ach, das ist ja schon eine Fuhre Holz. Fleißig. Alter, wie schnell die Ausdauer einfach weggeht, wenn du so Holz einsammelst, ey. Ja. Da ist nichts mehr. Da ist auch nichts mehr. Dann du. Könnte man schon langsam überlegen, die Folge dann mal zu beenden. Von der Zeit her. Ja. Oh, da hinten ist wieder einer, ein. Ich schau mal, ob ich den vielleicht irgendwie heimlich. Ah ne, jetzt rennt er weg. Ah ne. Ich schleich mich dahin, ich schleich mich zu ihm. Lulle, komm dann zu mir. Scheiße, war kein Headshot. Natürlich, du schießt auf ihn. Und auf mich wieder so. Gibt keine Ausnahme mehr. Mach du mal den Rest. Ah, ich hab grad keine Nahkampfwaffe. Jetzt. Oh,
bitte. Nein, ich habe meine Rüstung verloren. Was? Ich habe auch Rüstung verloren. Ich weiß nicht, irgendwie, wo ich mich nicht so gekümmert habe um die Rüstung, konnte ich viel besser kämpfen irgendwie. Jetzt schaue ich immer drauf, ja, nichts zu verlieren. Jetzt kriege ich immer wieder eine aufs Maul. Nee, das ist bei mir immer die ganzen Baumstümpfe und so immer, wo ich hängen bleibe und irgendwie angreife und dann fällt der nach hinten und ich hänge mich einmal bei so einem Stein oder so einem Baumstumpf auf. Dann ist, dann ist es meistens, dass ich einmal daneben schlage und der dann schlagt, ne? Und dann ist es meistens vorbei. Dann habe ich meistens verkackt. Also so ist es meistens. Kampf, ja. Oder von hinten pischt sich dann einer an. Nee. Achso, jetzt ist leer und jetzt muss ich das. Achso, okay. Sehr schön. So, dann sammeln wir die ganzen. Achso, jetzt dachte ich, da war schon wieder jemand, aber dabei war das nur ein Vogel. Könntest du eigentlich mal mit dem neuen Wagen kommen oder wie schaut es da aus? Im Moment, ich tue hier gerade versuchen, eine Schildkröte zu killen. Oh ja, die bringt Fleisch. Weil die bringt Fleisch, ja. I'm coming. Hab schon selbst gemacht. Okay, passt. Dann hänge ich mal die Schildkröte auf. Boah, aber ich kann mir vorstellen, dass Schildkröte in echt, echt scheiße schmeckt. Ja. Richtig nach Sumpf. Uraltes Fleisch, Alter. So 100 Jahre oder älter. Wie alt kann Schildkröten werden? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Alt. Aber das war richtig alt, ne? Was genau, ja. Das über 100 kommen sie werden? Ja, ja, leicht. Leicht. Ich glaube sogar viel älter sogar noch, also die können mehrere hundert werden, teilweise, ja. Also nicht jede Schildkröte, aber irgendwo so eine spezielle, also ich weiß, dass es eine Schildkröte gibt, die echt alt werden kann, ich glaube 300 Jahre oder sowas. Mhm, bestimmt irgendwie sowas. Aber du hast recht. Ich sammle jetzt die restlichen Baumstämme ein, dann beenden wir die Folge. Mal gucken, ob ich hier noch irgendwas rumliegen habe. Hier unten liegt noch was. Hier liegt noch einer. Da liegt noch einer. Hier liegen noch zwei. Und ich glaube, das war's dann. Perfekt, dann fahre ich den Schlitten noch mal kurz nach unten. Genau. Dann komme ich einfach mal mit und dann verabschieden wir uns. Ja, geht doch gut voran eigentlich jetzt. Eigentlich schon, ja. Also wir waren schon mal langsamer. Ja. Vorteil ist halt, dass der Wald direkt da vorne ist. Ja, dann frei. Hier sind es nur noch 205 und nicht mehr. Was wolltest du noch? 250. Also. Oh ja. Die Trappen. Ist schon. So, schauen wir mal. Sind die Bären hier schon mal wieder. Ja. Kann langsam nicht mehr wahr sein, also. Das Beet ist hier doch echt verbuggt. Ja, das ist hier. Ich glaube schon, ja. Es regnet auch die ganze Zeit und so, also irgendwie. Aber ich verstehe nicht, warum alle vier Bilder, ja, ne? Ich würde so verstehen, wenn eins vielleicht verpackt ist, aber irgendwie. Aber man kann den ja nicht anders pflegen, oder? Man hat ja keine Parke, wo man. Aber wir reißen, ich denke mal, dass wir den, wenn wir uns einen Garten haben, reißen wir den ab, oder? Weil er ist echt nicht schön. Also schön ist der überhaupt nicht. Der war nur zweckmäßig. Nee. Oder früher fanden wir den mal schön oder sowas. Ja, war ich auch voll umsonst, nachdem wir eigentlich die Holzmauer gebaut. Gut, aber, ja, stimmt, ja. Gut, das macht es wieder ein bisschen schöner, diese Steinmauer. Vielleicht diese doppelte Höhe, die
war jetzt nicht unbedingt nötig, aber geht schon. Ja, wir haben es einfach mal ausprobiert, wir haben es gemacht, weil in dem Moment hatten wir ja noch keine Holzwand. Ne? Ja, genau. Und die Holzwand hat halt lange gedauert und das haben wir nebenbei gemacht, so ein bisschen gleichzeitig. Und das hat ein bisschen, hat es ja geholfen, glaube ich. Yes, yes. Ich will es nur gut reden. So, dann danke fürs Zuschauen und ich denke, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Hoffentlich. Genau. Bis dahin, ciao.